In Paris haben PKK-Anhänger die Zentrale der Nachrichtenagentur AFP besetzt und ein Plakat von dem im Haft sitzenden Führer der Terrororganisation Abdullah Öcalan aufgehängt. Nachdem die Aktivisten in das Gebäude eingedrungen waren, haben sie sich in die oberen Etagen begeben und aus einem Balkon heraus das Poster aufgehängt. Die Aktivisten beendeten ihre Aktion, nachdem sie sich über eine Stunde mit den Redakteuren unterhalten hatten. Während der Aktion soll es zu keinerlei Aktionen von Sicherheitskräften gekommen sein.